Hi, ihr Lieben, hier ist euer Maestro Ernesto. Ich wollte euch ja mal kurz hier die Epiphone, habe ich euch versprochen bei Facebook, mal kurz vorstellen, die Joe Pass. Das ist eine Halbakustikgitarre, also die hat Tonabnehmer, aber eben auch, ja, irgendwann besser nicht so dolle. Das ist ein Klangkorpus. Also man kann sie auch trocken spielen ohne das Amp-Sound. Jetzt habe ich mal hier ein Mikro extra davor gehangen, damit man ein bisschen so den Eindruck kriegt. Also ist das schon, der Ton ist also da. Man kann zum Üben, ist das eine coole Sache. Und klingt eben auch ganz schön funky eigentlich so, ne? Ja, so ganz witziges Teilchen. Aber jetzt spiele ich es auch mal ohne Mikro. Jo, also jetzt kommt noch ein bisschen was über das Headset-Mikro, denke ich, aber jetzt hört er seine Hauptsache halt. Hier über meinen Vox. Tonlab ST direkt ins Mischpult und in die Kamera. Merkt also schon ein bisschen weicherer Sound. Jetzt habe ich beide Tonabnehmer angeschaltet. Wenn man nicht nur auf den Hals geht, dann wird es noch ein bisschen holziger, ein bisschen voller. Also das Schöne bei den Semi-Akustik, dass wirklich eben auch ein guter Anteil vom Holz hier zu hören ist. Und dann kann man eben so ein bisschen mehr so jazzige. Ich spiele euch mal ein bisschen so einen kleinen Tune hier und dann, genau, schmeißen wir gleich ein bisschen Playback-Maschine an. Okay, also mal ein bisschen Fun hier. Okay, war so ein kleiner Piekser im Playback drin, aber was soll's. Okay, ansonsten, man kann natürlich auch schön mit der Kiste ja abratzen. Zum Beispiel so ein bisschen sogar bluesig. Ist gar nicht so übel, habe ich vorhin mal ein bisschen gecheckt hier.
Also ich spiele auch ziemlich viel jetzt gerade mit dem Finger, habt ihr gemerkt, auf den ersten Durchgang vom Solo gerade. Kommt schon ganz gut. Man kann auch natürlich ein bisschen das volle Brett abbretzen, wie so ein gewisser Herr Ted Nugent, der auch auf diesen dicken Ottos hier spielt, oder meistens. Okay, sowas in der Richtung, ja.